Was ist Critical Whiteness? Mit der Verwendung dieses Ansatzes stelle ich mir die Frage, wann ich mich tatsächlich das erste Mal bewusst mit meiner Hautfarbe auseinandergesetzt habe. Schon echt krass, wie es für mich als weiße Person einfach so ausgeblendet werden kann. Das Interessante ist, dass mit der Auseinandersetzung dieses Themas einem bewusst wird, wie viele Privilegien man als weiße Person auch unbewusst in sich trägt. Also allein, es ist schon ein Privileg, sich nicht mit dem Thema Rassismus beschäftigen zu müssen. Es macht mich auch irgendwie etwas wütend und traurig zugleich, wenn ich so darüber nachdenke, in welchem Umfeld ich aufgewachsen bin. Ein Umfeld, das sich mit rassistischen Strukturen so ganz und gar nicht befasst hat. Bestimmt bis zu meinem 10. Lebensjahr hatte ich kaum Berührungspunkte, bis es dann schließlich irgendwann in der Schule ganz kurz angesprochen wurde. Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft das Bewusstsein fehlt, dass wir in einer Gesellschaft leben, die auf rassistische Strukturen aufgebaut ist und nach wie vor auch unterbewusst noch weiterhin davon profitiert. In meinem Umfeld, sei es an der Uni oder im Freundeskreis, frage ich mich oft, wie ich mit nicht richtig verwendeten Begriffen oder rassistischen Aussagen umgehen soll. Eingreifen, eine Diskussion starten? Ich war mir oft unsicher, vermutlich zu feige, etwas zu sagen. Ich habe mal in einer hitzigen Diskussion meinem Vater vorgeworfen, dass er rassistisch ist. Er war total beleidigt und angegriffen, aber gleichzeitig auch beschämt. Ich habe ihm darauf Folgendes gesagt. Auch ich bin rassistisch. Wir alle sind in rassistischen Strukturen aufgewachsen. Aber genau deshalb ist es so wichtig, dass man von anderen davor angesprochen wird und sich selbst mit dem eigenen Rassismus konfrontiert. Ich hatte mal eine Unterhaltung mit einem Marokkaner über umgekehrten Rassismus. Ich habe damals die Behauptung aufgestellt, dass es sowas wie einen umgekehrten Rassismus gibt, weil ich zu der damaligen Zeit, ich habe zu der Zeit in Marokko gelebt, regelmäßig aufgrund meiner Hautfarbe wurde angenommen, dass ich wohlhabend bin, dass ich Geld habe und deswegen musste ich auf höhere Preise zahlen als zum Beispiel Einheimische. Und das war quasi meine Vorstellung, dass es auch sowas gibt wie umgekehrten Rassismus. Mein Gesprächspartner hat damals aber dagegen argumentiert und gemeint, nein, es gibt keinen Rassismus gegen weiße Personen. Und erst später ist mir klar geworden, okay, was er wirklich damit meint oder was Rassismus wirklich bedeutet, dass Rassismus aufgrund der Geschichte, aufgrund der gesellschaftlichen Strukturen entstanden ist. Ich, Anfang 20, weiß, meine Familie und Verwandtschaft aus Österreich kommend, aufgewachsen am Land, zum Studieren in die Stadt. Ganz klassisch, oder? Auf jeden Fall passe ich ziemlich gut in das österreichische Bild, wenn man zumindest mein Aussehen, meine Herkunft betrachtet. Normalität des Weißseins hat viele Facetten in meinen Augen. Eine Facette, die ich besonders hervorheben möchte, ist das westliche Schönheitsideal, welches in sozialen Medien und generell in der Medienlandschaft im Allgemeinen repräsentiert wird. Dieses Schönheitsideal ist oft eine weiße Person zwischen 20 und 30 hat perfekte, und dafür perfekte körperliche Merkmale und Proportionen. Und dieses Schönheitsideal ist de facto überall zu sehen. Es wird einem immer vorgeschlagen. Ich hatte, bis ich mich damit beschäftigt habe, kein Bewusstsein für Hautfarbe, weil ich noch nie deshalb ein Problem hatte. Und genau das ist ein unsichtbares, aber riesiges Privileg.
dessen Dasein man sich als weiße Person bewusst sein soll. Und jetzt? Ist es genug, uns selbst zu hinterfragen? Kategorisieren wir in unserer Reflexion nicht erst recht wieder? Wie schaffen wir eine Gesellschaft, in der Hautfarbe keine Rolle mehr spielt?